geil, dass ihr sowas macht, auch so mit der Community, wisst ihr? Hast du... Oh mein Gott, jetzt willst du was? Ja, du bist in unserem Video, willst du dich sehen? Oh mein Gott! Bruder! Oh mein Gott! Ist Raphaels Nase gemacht? What's up everybody and welcome back to Comeback TV! Wie versprochen, Leute. Wir wollten ja schon mal länger einen Livestream machen. Wird aber erst kommen, ich glaube, nach meinem New York-Urlaub, oder, Bruder? Ja, genau. Mir fehlt nämlich noch so ein kleines Stick dazu. Ich habe schon Equipment gekauft, aber ich brauche noch so ein Camp-Stick. Und dann können wir auch live auf YouTube gehen. Wird richtig geil. Da können wir auch mal so Abonnenten anrufen live machen. Aber jetzt haben wir uns gedacht, rufen wir einfach mal ein paar Abonnenten an. Oder Fortnite zocken live. Oder Fortnite. So wird 24 Stunden übers Livestream. Wird geil. Können wir machen. Ja. Hätte ich auch voll Bock drauf. Mal ein bisschen kreativer als feiern gehen. Wenn ihr es sehen wollt, lasst da auf jeden Fall schon mal ein Like da. Oder lasst es uns in den Kommentaren wissen. Bevor wir lang rumreden, ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Story. Ja. Es ist auch schon ein bisschen spät, muss ich sagen. Also in unserem Instagram-Account. Ihr könnt uns auch gerne mal folgen hier auf unserem Instagram-Account. Wir blenden es mal um. Wir blenden es auch nochmal ein hier auf Comeback TV. Machen wir ganz kurz mal schnell eine Story. Boah, scheiße, ich schaue mal wieder so richtig abgefuckt aus, Alter. Yo, Leute, was geht ab? Wir befinden uns gerade im Video. Wir rufen jetzt ein paar Abonnenten an. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät. Aber wir sind bereit dafür. Genau, wir sind bereit dafür. Schickt einfach mal und bis gleich, dann seid ihr live im Video. Boah, man, ich schaue richtig abgefuckt aus. Wir nehmen jetzt mal die Kamera in die Hand, dann sieht man es auch besser. Wir schauen mal, ob sich der Kollege meldet, ne? So, Henry04, auch ein guter Abonnent. Er schickt auch immer ziemlich viele Kommentare. Henry, jetzt geh reinkommen. Ja, es wäre schon peinlich, ich bin kein Handybürde, ne? Oh, da tut sich was. Yeah, da tut sich was. Was geht ab? Herzlich willkommen, Henry. Wie geht's dir? Gut. Wir rufen dich jetzt an, du bist live in unserem Video. Was heißt live? Die Zuschauer können ja zuschauen. Frage, du willst dich wahrscheinlich nicht zeigen, oder? Nee. Okay. Okay. Bist du der Game Master? Nee, okay, super. Von was? Nee, ich dachte vielleicht, dass wir jetzt irgendwo auf so eine mysteriöse Nummer geraten sind oder so. Nein, Spaß. Willst du uns eine Frage stellen? Nee, ich bin eher überrascht, dass ich überhaupt ins Video gekommen bin oder dass er mich anruft. Nee, du hast uns geschrieben. Du hast doch geschrieben. Genau, und du bist doch mal voll aktiv, muss man sagen, ne? Ja. Auf YouTube. Deswegen, da schon mal vielen Dank an dich, gehen raus. Einfach nur so, ich feiere dich halt als Person sehr. Okay, geil. Das freut uns natürlich auch immer mega zu hören. Ich bekomme jetzt gar vor das Lächeln ins Gesicht. Siehst du dann im Video, ja? Ja. Okay, dann danke dir schon mal. Dann nehmen wir den nächsten. Danke dir vielmals, ne? Henry. Schönen Abend dir noch. Ciao. Wir haben ein Stativ hier. Ja, und halten die Kamera. Ich halte die ganze Zeit und ich habe nicht mal Muskeln so. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert so, ja? Morgen werde ich Muskelkater wegen dem Scheiß, Mann. So, das ist der Kollege. Oh, du bist schon da. Bruder, was geht ab? Wie geht's dir? Okay, dass du uns siehst, ich habe auch eine Brille. Wir sehen dich jetzt auch ganz gut. Ja, Bruder, wo kommst du her? Wo rufst du an? Hm? Wie? Woher kommst du? Wo rufst du an? Wie? Also. Ach so, sorry, siehst du uns? Ey, sorry, warte mal. Ey, stimmt, du siehst uns ja gar nicht. Ja, jetzt siehst du uns. Was geht ab? Wo kommst du her, Bruder? Ich komme in der Stadt. Ja. Ludwigshafen, dann gehen schon mal schöne Grüße raus an Ludwigshafen. Ja, wenn du eine Frage hast, kannst du uns jetzt gern stellen. Wie viele Jahre alt seid ihr? Boah, wir sind schon langsam mittlerweile alte Männer. Wie alt bist du, Bruder? 28. 28 und ich bin mittlerweile schon 29. Aber ja, wir sind immer noch in der Motivation, immer geile Videos zu drehen, Bruder. Ich finde auch eure Videos voll cool. Das freut uns viel. Welches Video gefällt dir am meisten? Alle. Okay. Ehrenmann, Bruder. Ehrenmann. Danke dir vielmals. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen auf Comeback TV. Stell dich mal vor, wo kommst du her? Wie heißt du? Wo kommst du her? Also ich heiße Miria, ich komme aus Hamburg. Moin, erstmal nach Hamburg. Moin nach Hamburg. Oh mein Gott. Schöne Grüße gehen raus. Schaut jetzt ein bisschen komisch aus, aber du bist hier auf jeden Fall live mit drin. Hast du eine Frage an uns? Nein, aber ich wollte nur sagen, dass ihr einfach die besten YouTuber seid. Danke dir. Danke, freut uns zu hören. Danke dir vielmals. Seit wann, aber kennst du Comeback TV? Wie bist du drauf gekommen? Also, ich war halt auf YouTube, dann auf Insta und danach habe ich halt einfach gesucht und danach habe ich euch gefunden. Okay, korrekt. Geile Sache. Und dann halt, weißt du, das war halt voll geil, ihr habt die geilen Videos gemacht und so. Okay, danke dir vielmals, das freut uns wirklich sehr. Ja, danke, dass ihr angerufen habt. Gerne noch. Ein bisschen Video, das kommt dann wahrscheinlich am Freitag online, müssen wir mal schauen, wie wir schneiden. Ansonsten wünschen wir dir noch einen schönen Abend, ne? Jo, ihn auch, ciao. Du kannst uns duzen. Hi.
Willst du dich nicht zeigen? Vor der Kamera? Nein, lieber nicht. Bist du so schüchtern, okay? Ja, ich bin voll die Schüchterne. Okay, okay. Ja, kein Problem. Aber ja. Ich bin voll der Fan von euch, wirklich. Also ich abonniere euch schon seit 2 Monaten erst. Okay. Aber ich habe mir alle Videos angeschaut, die Glocke ist an und ich warte immer nur drauf, bis ein neues Video hochkommt. Ja, das freut mich natürlich. Das hören wir natürlich am liebsten, ne? Das ist natürlich immer schön zu hören, also, ne, hier Mittwochabend. Ja, wo kommst du her? Wie alt bist du? Willst du dich vorstellen? Also, ich komme auch aus Nürnberg. Okay. Wow, regionaler Support heute. Regionaler Support, da ist schon einige Leute aus Nürnberg. Ja, und ich bin 22. Oh, okay. Mal etwas ein älterer Fan. Ja, das freut uns. Ja, freut es natürlich auch so, ne? Dass wir eine breite Zielgruppe haben. Eine ältere Zielgruppe auch haben. Ja. Okay. Aber ich habe voll die Fragen an euch. Okay. Okay, gerne doch. Warte mal, da können wir auch so eigentlich machen, weil du willst sie eh nicht zeigen. Und zwar, ich und meine Freundin haben die uns überlegt, was war euer Traumberuf, als ihr Kinder wart? Boah, das ist eine geile Frage, Fall. Das ist voll die geile Frage, auch hier für die Zuschauer. Ja. Ja, also, boah. Ja, Bruder, ich weiß eigentlich schon was ich sagen kann. Erzähl. Also mein Traumberuf war immer, ganz ehrlich, nach New York zu gehen. Ist echt schon als kleines Kind hat es begonnen, so mit Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Oder Coming to America dann noch viel mehr in den 90ern. Und ich habe es nie geschafft halt. Ich wollte da immer arbeiten in irgendeinem Büro. Mein Traum war immer, in einem geilen Büro zu arbeiten in New York, die Skyline anzuschauen. Ich habe es nie geschafft. Es wäre mir auch egal, welcher Beruf das gewesen wäre. Echt? Es war auch immer Putzmann? So, auch, ich schwör's ja am Anfang auch Putzmann, aber jetzt habe ich realisiert, okay, es wird niemals so weit kommen. Man sagt niemals nie, du gehst jetzt hier nach ja, New York, vielleicht findet man die Liebe des Lebens, ja, Alex. Ja, kann man nicht wissen halt, ne? Also ich weiß, ich wollte immer Fußballprofi werden. Ja, das auch, aber das habe ich dann realisiert, so, das wirst du eh nicht schaffen. Okay, zerstört jetzt mein Kindheitstraum, Alex, dankeschön. Wie groß seid ihr? Also ich bin 1,93 groß. Ja, ich bin ungefähr so 1,80, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Da sagen auch mal viele Leute, die sind auch 1,80 und die haben ein bisschen größer sogar als ich. Also vielleicht so 1,79. 1,93. Okay. Also ich bin schon ein bisschen kleiner als Alex. Ja, muss man sagen. Und dann haben wir noch eine Frage. Noch eine. Schön, das ist aber schön. Aber es war schön, dass so viele Fragen sind. Das ist schön, ne? Aber das interessiert uns wirklich. Ist Raphaels Nase gemacht? Oh! Ernsthaft? Ernsthaft? Also ich sage nein. Ich weiß nein. Ja, die ist auf jeden Fall nicht nein, gemacht. Nein, nicht gemacht. Du kennst sie ja länger als nee, ich. Nee, die ist nicht gemacht. Warum soll sie gemacht sein? Von Natur. Schaut das so gefaked aus? Ja, der hat voll die perfekte Nase. Oh Raffi. Oh, damn. Ja, wir können... Du kannst ja mal in der Pizzeria besuchen gehen. Die müssen selber mal sagen. Besuch mal gerne. Danke, danke. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wünschen wir auch. Danke dir. Ciao. Ciao. Der Kollege, der klappt irgendwie nicht Instagram, aber der hat uns die Nummer geschickt. Wir rufen jetzt einfach so an, sorry, da ist kein Bild dabei. Ich hoffe, du gehst jetzt auch ran, Bruder. Yo, was geht ab, Bruder? Wie geht's dir? Wer bist du? Stell dich mal vor, Bruder, du bist gerade live bei uns im Video. Okay, ich bin 12 Jahre alt, heiße Effe und komme aus Nürnberg. Korrekte Sache, Mann. Wo aus Nürnberg? Welche Nähe? Welche Stadt? Welches Dorf? Also Dorf, so Nähe Crailsheim ungefähr. Ah, Crailsheim, okay. Kennst du mal. Ja, korrekte Sache, Bruder. Hast du eine Frage an uns? Wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr YouTube macht? Also, wie seid ihr da drauf gekommen? Also drauf gekommen, sag ich mal, weil es uns motiviert hat, weil hier in der Umgebung das keiner macht, eigentlich so richtig. Und wir wollten halt einfach die Ersten sein und da einfach den Trend setzen, sag ich mal. Genau, und natürlich ist es ein Hobby halt schon immer gewesen, ja. So zu filmen und so. Und man muss am Ball bleiben, ne? Das habe ich schon in anderen FAQs-Videos viel gesagt. Könnt ihr auch nochmal euch anschauen, verlinke ich jetzt mal oben. Ja. Diesmal wirklich, letztes Mal habe ich es vergessen zu verlinken. Genau, einfach die Motivation einfach die dahinter. Die Routine einfach behalten. Genau, wenn man sich ein Ziel gesteckt hat, das dann auch weiterzumachen. Auch wenn die Klicks vielleicht mal nicht so geil sind und die Abos, aber einfach, es ist ein Hobby, scheiß drauf. Auch wenn es 50 Klicks sind, die Leute schauen sich die Videos an, ein paar. So wie du zum Beispiel, und das feiern wir. Ja. Krass. Immer gerne, Bruder. Geil, dass ihr sowas macht, auch so mit der Community, wisst ihr? Ja, müssen wir. Ja, müssen wir. Also ich glaube, die Community, die ermöglicht uns überhaupt das, oder motiviert uns überhaupt, da weiterzumachen. Das zu machen halt, ne? Wirklich, wir schauen, dass sie wirklich mindestens zweimal die Woche ein Video raushauen. Das erste Jahr ist vorbei, wir haben fast 4000 Abos. Da erstmal Dankeschön an die ganzen Abonnenten, die da uns fleißig unterstützen und das Ganze. Ehrenhaft. Und jetzt gilt es halt erstmal das nächste Ziel sind einfach 10.000 Abonnenten und dann muss man halt weiterschauen. Welches Video gefällt dir am meisten oder welche Formate so? Mehr so Gruselsachen oder
Mehr so Pranks also, oder Experimente? Experimente und so Pranks. Yo, Bruder, was geht ab? Alles gut, wie geht's dir? Gut, ey, du siehst uns jetzt ein bisschen schlecht, dafür siehst du uns umso besser dann im Video, das dann online kommt, weil wir nehmen dich gerade auf, okay? Ja. Was geht, wie heißt du, wo kommst du her? Ich komme aus Hessen-Belal. Okay. Oh, korrekt, Salam Alaikum, Bruder. Salam, Bruder. Ja, hast du eine Frage an uns oder so? Ja, welche Mannschaft macht ihr? Oh, Bruder, fang Real mal an. Madrid. Mein Herz schlägt für Real Madrid. Bei mir, erster Fußballclub Nürnberg, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ist zwar ein scheiß Verein so. ja, die sind letzter Platz, aber immer trotzdem ehrenhafte Mannschaft, Mann. Und bei dir, Bruder? Bei mir, Juventus, Real Madrid. Okay. Rapid Wien. Oh, Rapid ist beste Mannschaft auch. Rapid ist beste Mannschaft auch, Mann. Ja. Ist Rapid? Ja, sicher, Rapid Wien, ey. Die sind mit Nürnberg befreundet, deswegen kenne ich die. Rapid Wien, geile Mannschaft. Okay, ey, Rapid Wien und FCN, da weißt du Bescheid, Mann. Ehrenmann, Alter. Beste Mannschaft, Mann. Deswegen Rapid ist geil, Mann. Ich habe sogar ein Trikot von Rapid, aber jetzt gerade nicht an. Kannst auch gerne jemanden grüßen, wenn du Bock hast. Ja, ich grüße meinen Freund Hamza und. Oh, Hemse Bebe. Hemse Bebe. und noch da Adam, Darkman und 11 am Start. Okay. Grüße gehen raus an euch. Grüße gehen raus an euch. Okay, Bruder. Und noch von meiner Klasse, die ganze Klasse grüße ich noch. Alle Grüße gehen raus an die Klasse, teilt mal unsere Videos. Jawohl, schaut mal nach, lasst mal ein Abo da und lasst mal Likes da auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall korrekt. Ja. Ehrenmann, danke dir, Bruder, vielmals. Danke, vielen herzlichen Dank. Schönen Abend dir noch. Hau rein nach Wien, hau rein. Ciao. Hallo? Jo, Bruder, wir sind noch da. Hast du... Oh mein Gott, ich bin YouTuber. Ja, du bist in unserem Video, willst du dich sehen? Oh mein Gott. Bruder. Oh mein Gott. Jo! Bruder! Bist du noch dran? Hallo? Oh mein Gott, die kannst du nicht rausmachen, die kannst du! Bruder, du bist in unserem Video. Okay. Hast du Fragen an uns? Wie alt bist du? Bruder, wir sind 29 und er ist 28 Jahre. Wir machen gerade ein Video. Und du bist dabei. Oh mein Gott! Jungs! Es freut mich, ihr könnt euch auch gerne zeigen. Genau, das wird jetzt im Video hier aufgenommen und ihr seid auf jeden Fall live dabei, okay? Willst du jemanden grüßen, Bruder? Ich grüße meinen Freund Tiana. Okay, Grüße gehen raus, Bruder. Grüße gehen raus an dich. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, ne? Oder wir dir. Ja, das war's gewesen für das heutige Video. Wie gesagt, war mal eine coole Aktion auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon was mit FAQ-Videos gemacht, aber meine Zielsetzung dahinter ist echt, Abonnenten live anzurufen. Ja. Es ist viel geiler, damit auch die anderen das live sehen, die Reaktion und sowas. Es ist echt viel geiler als sowas. Das ist im Endeffekt wie nur eine Werbung. Wie die ein paar Jungs, die haben sich echt gefreut, ne? Ja, genau. Es ist nur eine Werbung, um einfach mal live zu gehen auf YouTube, würde ich mal sagen. Also ist euch erwartet viele Sachen jetzt dieses Jahr. Genau, es ist einfach noch das letzte Video, wie es aussieht von New York. Vielleicht nehme ich noch ein Fortnite-Video auf. Das seht ihr aber dann. Verfolgt uns auf Instagram. Checkt es ab, weil ich bin in New York und jetzt kommen Videos aus New York. Darauf freue ich mich riesig, wirklich. Das ist wirklich so ein Projekt, wo ich so weiß, da freue ich mich drauf, Bratan. So, und tut mir leid, dass du nicht dabei bist. Ja, mir tut's auch leid, ich muss leider arbeiten. Und zuletzt, jetzt kommt es noch drauf an. Wir hatten ja das Trikot hier verlost. Genau. Und das werden wir jetzt hier, wie versprochen, für den Abonnenten unterschreiben. Ich filme es mal ganz kurz, genau. Sorry, was ist das? Da habe ich hier wieder einen Strafzettel bekommen, Alter. Schreib von Comeback TV hin. Also ich schreibe einfach nur Sirki hin. Genau, Sirki. Jetzt wissen wir, wie es ist, ne? Mit Filmstift. Also, so viel dazu sagen, der Abonnent wollte, dass wir es unterschreiben. Schöne Grüße gehen raus an dich, Bruder. Also tut mir leid, falls es jetzt ein bisschen komisch ausschaut. Das ist echt schwer, Bruder. Sorry, wenn es jetzt scheiße ausschaut. Ich hoffe, du hängst es hier hin. Schaut scheiße aus, aber egal. Noch ein Herz, oder? Ich kann kein Herz, Mann. Kannst kein Herz? Bruder, danke dir. Das Trikot verschicken wir dich jetzt. Ich hoffe, das kommt. Mach ein Foto und dann, wie gesagt, wird es auf Instagram gepostet. Das war's gewesen. Zum Schluss noch grüßen wir jemanden. Genau, bei diesem Video grüßen wir Miriam, Sam und Bam. Du hast die Glocke aktiviert. Für alle anderen immer gerne wieder Hashtag Glocke aktiv. Hashtag Comeback TV. Wow, dann werde ich beim nächsten Video gegrüßt. Wie gesagt, gerne. 60% der Leute schauen unsere Videos an oder 50%, die noch nicht abonniert haben. Ja.
aktiviert gerne mal die Glocke. So ein kleiner Hinweis von uns, wäre richtig geil. Ja. Wenn ihr schon zuschaut, dann aktiviert es doch mal. Vielleicht kommt mal was Geiles jetzt, vor allem aus New York. Ja. Auf jeden Fall, Alex, ich sag noch viel Spaß hier in New York. Vielleicht schaffen wir noch ein Video. Ansonsten, gute Reise, bring mir was mit. Ich bring dir die Vans für $20. Ich mache ein Video, wie ich Vans kaufe. Also, ja. Wie gesagt, nochmal zum Ende. Da kommen jetzt Videos, wo ich mich hinsetze. Es kommen mal Videos, die dauern vielleicht nur 5 oder 8 Minuten. Es kommen auch mal Videos, wo ich in den Laden reingehe. Bevor ich jetzt zu viel rede, ich habe es mir vorgenommen, 2-mal die Woche ein Video dazu machen. Vielleicht durch jeden zweiten Tag. Es kommt wirklich drauf an. Aber schaut, aktiviert einfach mal die Glocke und dann seht ihr es, ob ich es schaffe. Dann würde ich nochmal zum Schluss sagen: genau. Die heiligen 3 Wörter. Vielleicht schaffen wir noch ein Freitag-Fortnite-Video. Würde mich richtig freuen. So drehen, das kommt dann am Sonntag. Ich habe die Woche Urlaub, ich habe Zeit. Ich nehme es dir vor. Vielleicht kommt noch ein Fortnite-Video. Okay. Haut rein. Abonnieren. Bam!